Es war nur ein Spaß, Han. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Boom. Schmetterlingseffekt. Entschuldige bitte. Hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenschutz... Hört auf! Mike, sieh dir doch mal die Guesthütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja, okay. Hast du das gehört? Was in aller Welt hast du da an? Hier ist unsere Eintrittskarte ins Geisterreich. Oh, aber Vorsicht vor Josh. Er ist heimtückisch. Wenn es das ist, was du willst. Jess? Jess! Also, hier steht drin, zum Kommunizieren mit der Geisterwelt müssen sie ihren Verstand befreien, von allen Vorurteilen lösen, alle Hemmungen fallen lassen und sich insgesamt rückhaltlos öffnen für den Willen der anderen und alles unterordnen unter die Wünsche des Geistmeisters. Das bin ich. Das steht da nicht drin. Und alle Beteiligten werden sich nach meinem Ermessen völlig entkleiden. Chris, komm schon, jetzt sei mal ernst. Oh, ich bin todernst. Ach, sei still. Probieren wir es aus. Ja, bitte. In Ordnung. Mal sehen, was passiert. Ashley, du als gerade Bekehrte, du solltest heute unser Medium sein. Okay, hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde. Ja, an gleicher Stelle geht's hier weiter. Ja, ernsthaft. Okay. Ist jemand da? Würdet ihr euch uns dann zeigen, falls ihr da seid? Wartet mal bitte. Warst du das? Ich hab gar nichts gemacht. Er bewegt sich schon wieder. Ha? Was soll das heißen? Warte. Was läuft da ab? Schiebt ihr etwa? Ich schwöre, es bewegt sich von selbst. Verdammte Scheiße. Hilfe? Wie sollen wir denn helfen? Ich weiß nicht, was soll das heißen? Wir müssen wissen, wer das ist, wenn wir helfen sollen. Okay. Wer bist du? Ach. Oh, es geht los. Okay, S. I. S. T. E. R. Schwester. Schwester? Ach, wessen Schwester? Ach, komm schon, ist das euer Ernst? Sei still. Frag wessen Schwester. Josh, das ist bestimmt... Ja, okay, na, welche Schwester ist es denn? Ashley, frag, wer es ist. Ja, warte, Hannah. Wer spricht da mit uns? Hannah? Bist du das? Oh Gott. So ein Blödsinn. Josh? Geht's dir? Alles gut. Bist du sicher? Wir können noch aufhören. Nein. Alter, alles cool. Ich will hören, was das sagt. Ich weiß nicht, was ich fragen soll. Denk mal nach. Wäre das da tatsächlich Hannah? Ich meine, dann finden wir raus, was passiert ist. Josh? Ich komm schon klar. Okay. Mal überlegen. Okay, was machen wir denn? Bottas. Hannah, du fehlst uns. Wir möchten wissen, was dir zugestoßen ist. Sag es uns. Was ist passiert? B. E. T. R. Oh oh. Das gefällt mir nicht. Betrogen. Wie meint sie das? Es geht noch weiter. Oh Gott. K. I. L. L. E. D. Nein. Ermordet? Wir haben sie nicht ermordet. Das war bloß ein Streich. Ash, beruhige dich, okay? Wir müssen mehr erfahren. Es tut mir so leid. Leid. Was meinen Sie damit? Frag sie, was passiert ist. Nur so finden wir es heraus. Frag sie, Ash. Okay. Wie bist du gestorben? Hannah, was ist mit dir passiert? L. I. B. Library. Vielleicht finden wir was in der Bibliothek. E.
P-R-O-O. Proof. Es gibt Beweise. In der Bibliothek. Heilige Scheiße. Chris! Oh, wisst ihr was? Nein, das ist Schwachsinn. Das ist nicht real. Josh, ich weiß nicht, was hier vor sich geht. Hör zu. Ich weiß nicht, ob ihr glaubt, so ein Blödsinn würde mir helfen, meine Trauer zu vergessen. Oder was auch immer. Aber das ist nicht cool. Josh, nein! Du wolltest das Hexenbrett benutzen. Hey, komm runter. Es ist nicht Ashleys Schuld. Ich kann das nicht brauchen, okay? Ihr seid voll daneben. Sollen wir ihm nachgehen? Ach, Mann. Ich denke, er kommt schon klar. Lassen wir ihm Zeit. Ich kann ihn verstehen. Das war verrückt. Der Zeiger ist einfach vom Tisch geflogen. Ich meine, wenn das ein Fake war, dann warst du verdammt überzeugt. Das war kein Fake. Ehrlich nicht. Wir sollten tun, was es sagt. Wir sollten in der Bibliothek nachsehen. Jess? Scheiß! Okay. Sind wir wieder bei Mike und Jazz. Wollen wir uns hier mal kurz umschauen? Wo bist du hin? Das ist nicht witzig. Wie jetzt hin? Hier gibt's auf jeden Fall was. Jazz! Süße, bist du da drin? Ah! Oh! Shit! Hätte mir fast in die Hose gemacht. Was zur Hölle hat das Ding da drin verloren? Ja, das darf man sich fragen, ne? Jessica! Ach, komm, aber hier gibt's nichts weiter zu tun. Da geht's lang, hier geht's lang. Jess? Schatz? Licht meines Lebens? Ich schwöre hoch und heilig, ich mach dich nicht kalt. Oh mein Gott! Nein! Das war so genial! Nein! Nein, du hast das aufgenommen? Oh Gott, dein Gesicht! Oh Gott. Ich hatte Angst, Jess. Du kannst nicht einfach so aus dem Gebüsch springen. Ich bin mitten im Wald, das ist gruselig. Oh, hab ich dich erschreckt. Wenn du das irgendjemandem schickst, dann was? Mach ich dich kalt. Ich wusste gar nicht, dass du wie ein kleines Mädchen schreien kannst, Michael. Man kennt jemanden wohl erst richtig, wenn er sich vor lauter Angst in die Hose macht. Na ja, gut, sind wir mal witzig. Soweit ich sehe, ist sie aber noch trocken. Oh, ist das so? Ja, du musst dich wohl mehr anstrengen. Du willst also mehr? Dann solltest du dich lieber anschnallen, denn auf dich wartet die ganze Macht meiner allergemeinsten Erschreckungskünste. Okay, okay, da gibt's was. Wieder ein Totem. Wieder so eins gefunden, okay. Von Mike auf dem Pfad zur Hütte gefunden. Oder wurde wieder was freigeschalten? Etwas später sind die Bergleute gekommen, um den Berg abzubauen. Bis ein Einsturz sie einsturzten und wurden wahnsinnig. Mörder. Aßen Menschenfleisch. Okay, nicht so viel, aber gut. Gut, das haben wir gefunden. Ich würde eigentlich gerne nochmal zurückgehen. Hier nach links können wir auch. Sind wir von hier gekommen? Nee.
Hilfe hier. Das ist auf jeden Fall was. Wow, wow, wow. Was für ein schöner kleiner Liebesbeweis. Ein M und ein E. Hast du eine Ahnung, was das heißen könnte? Oh, heißt vielleicht Elizabeth und Myron. Oder vielleicht Michael und Emily. Entspann dich. Mir war bloß nicht klar, dass du auf Kitsch stehst. Macho Mikey. Kitsch? nee. Ich war letztes Jahr mit Emmy hier, aber im Ernst, sehe ich etwa wie der Typ aus der Herzen in Bäume ritt? Ich hätte auch nicht gedacht, dass du kreischst wie ein Mädchen, aber kennt man einen Menschen denn jemals wirklich? Das war bestimmt M. Sie steht auf das ganze kitschige Zeug. Ja klar, sicher. Na gut. Hier kommen wir anscheinend wieder zurück. Wir jetzt wieder da, wo vor. Ja. Ah, nee, da war das tot, genau. Müssen wir wohl hier rüber. Wow! Das ist ja wie ein echtes Winterwunderland hier draußen. Du weißt, ich hab's drauf. Ach nee, ob wir irgendwann mal bei dieser Hütte ankommen. Was ist denn das? Hat da jemand geschrien? Nein, nein. Bestimmt nur ein Eichhörnchen. Ein Eichhörnchen. Ja, klar. Ein Eichhörnchen, das so schreit. Dahin, dahin. Wow. Das Vieh hat uns fast umgebracht. Ja. Naja, umgebracht. Sei jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall. Ein Schreckmoment. Ich renne hier schon wieder gegen irgendwas gegen. Ach, sind wir nicht da? Hat was. Ist genau so, wie du es beschrieben hast, Michael. Was? Die Hütte. Sie ist toll. Ganz toll. Ja. Yeah. Total kaputt. Oh, hier gibt's was. Alte Maske. Aber das ist der Typ doch rumgerannt, oder? Okay. Ah ja, Rache ist süß. Oh mein Gott! Und rinn ins Wasser. Okay, sie ist jetzt einfach mal quadernass, das heißt, es wäre eigentlich ganz ratsam,
ins Warme zu gehen und vielleicht was anderes anzusehen. Ja, geh doch raus da, Mensch. Genau. Aber wir sind immer noch nicht da. Da ist er wieder. Ja, ihr seid hier mitten im Wald, Leute. Mitten im Wald, da kann das mal passen. Was ist das? Ich will es gar nicht wissen. Wo soll ich denn jetzt hin? So, das ist. Oh. Wait. Verdammt! Echt furchtbar! Shit! Ich glaube nicht, dass er durchkommt. Ruhig. Hey, Mann. Oh mein hey, Kumpel. Gott, das arme Tier. Ist okay. Es ist okay. Es ist okay. Mike, er hat so große Schmerzen. Es ist bald vorbei. Okay, Kumpel. Es ist bald vorbei. Lauf! Lauf! Oh mein Gott, was soll er denn bauen? Keine Ahnung! Eine Brücke ist hier lang! Ich denke mal, das war ein Bär. Ist ein Bär, bestimmt ein Bär! Da! Abkürzen, abkürzen, ja, weg voll. Bleib auf dem Weg, wir sind fast da! Na, endlich! Komm schon, wir müssen weiter! Ja, ja! Du musst sie öffnen! Oh mein Gott! Das war knapp! Was? Alles unter Kontrolle. Die ganze Zeit. Oh, Schwachsinn! Nein, 100%, 100%, 110. Mann, wie krass. Ich fühle mich wie nach einem Marathon. War irgendwie auch einer. War das ein Bär? Ja, garantiert. Die sind verdammt schnell. Ich meine, ich habe ihn nicht gesehen. Hey, der kommt garantiert nicht hier rein. Ich verspreche. Bist du da ganz sicher? Ja, ich bin ganz sicher, dass Bären keine Türen öffnen können. Ich habe gesehen, wie sie Autos öffnen. Was? Wo? Na, im Internet. Wirklich? Okay, wir sind nicht im Internet, Jess. Klar, das ist real. Und ich verspreche, dass kein Bär oder sonst irgendwas die Tür aufbekommt. Ja, du hast recht. Okay, ich bin fast wieder richtig entspannt. Nur fast. Oh, typisch. Oh, das ist nicht die kuschelige Hütte, die du versprochen hast, Mike. Ja, irgendwie zieht es hier ein bisschen, oder? Tja, da ist doch ein Kamin. Wir brauchen doch kein Feuer, damit uns heiß wird. Michael, ich bin eine Lady und eine Lady braucht eine hübsche, romantische Kulisse. Okay. Eine Lady möchte gern kuscheln mit ihrem Mann vor einem gemütlichen Kaminfeuer bei stimmungsvoller Beleuchtung. Okay, es wird sicher ganz gemütlich, wenn wir uns aneinander reiben. Mike? Ja? Feuer und Beleuchtung bitte. Ja, my lady. Sollte vielleicht doch einfach mal die nassen Klamotten wechseln. Ah, da hätten wir ja stimmungsvolles Licht. Ja.
Okay. Brennstoff ist da. Fehlt nur ein Streichholz. Ein Streichholz. So, hier ist auch noch was. Ne Knarre. Wow, Jess! Sieh dir das an! Ist das ein Feuer? Nein, viel cooler. Ne? Gefall ich dir? Oh mein Gott. Warum drehen Schale bei Waffen immer komplett am Rand? Nichts? Okay. Sie wird nie verstehen, was uns verbindet. So. Feuerzeug war Mode. Hier. Yeah. Oh, was ist das? Mythen und Legenden der amerikanischen Ureinwohner von Joseph Malik. Falls du nicht auf Rumknutschen mit Eiskulturen abfährst, solltest du Feuer machen. Pronto! Oh. Ja, oder kein zurück, bla bla bla. Ein Hinweis entdeckt. Es hatten wohl noch mehr Leute eine Begegnung mit den netten Problembären. Das macht es jetzt nicht wirklich besser. Ich will das jetzt nicht alles lesen. Ich konnte euch das ja einfach mal durchlesen hier. Ich scroll das mal runter. Auf die andere Seite. Okay. Ja, jetzt bleib du mal locker. Kein Roman schreiben. Wie lange dauert das denn noch? Bis ich Streichholz gefunden habe, so lange dauert das. Oh, Scheiße. Kacke. Mike! Was? Oh, Scheiße! Was? Wo ist es? Was? Was ist los? Weg! Es ist weg, okay? Jess, ganz ruhig. Was ist weg? Mein scheiß Handy, Sherlock. Findest du es nicht? Scheiße! Nein! Ich hab's wohl draußen verloren. Oh, shit. Ich darf mein Handy nicht verlieren. Meine Eltern killen mich. Kauf dir doch ein neues. Das wäre mein viertes dieses Jahr. Okay. Tja, dann helfe ich dir suchen. Es ist bestimmt draußen. Ja, ich finde, wir sollten jetzt nicht da rausgehen wegen dem Bären. Oder was immer das war. Okay. Ich wünschte, ich wäre jetzt nicht komplett nass, bis auf die Knochen, bloß wegen dir. Beschissene Aktion. Tut mir leid, Jess. Bestimmt habe ich es im Wasser verloren und es funktioniert gar nicht mehr richtig, also was soll's. Hey, ich mach's wieder gut. Versprochen. So, darf ich jetzt das Streichholz suchen? Da ist es doch. Lucky, Lucky. Jetzt gibt's Feuer für meinen Schnucki. Den Spruch musstest du unbedingt loswerden. Ja. Habe ich recht? Zwingend. So, bevor wir jetzt das Feuer aber anmachen. Cool. Das entfacht die Stimmung sicher ein bisschen. Oh! Hey, bist du okay? Was machst du denn da? Es ist das Licht. Ich hab's gemerkt, du Trottel. Du hast es kaputt gemacht. Wahrscheinlich falsch verkabelt oder sowas. Ach, du bist falsch verkabelt. Na. So, was haben wir denn hier? Hinweis entdeckt. Tennisfoto. Ah, Henna holt Bronze beim Alberta Junior Invitational. Es ist so kalt hier drin im Moment, dass meine Zunge sofort an dir festfrieren würde. Ah ja, bleib locker. Geht ja gleich los. Ich muss mich hier bloß noch ein bisschen umgucken. Das Kamasutra, bearbeitet von Tom Heaton. Oh, was haben wir denn okay, hier? Auch das dürft ihr euch gerne durchlesen. Ich scroll mal runter. Oh,
Ich weiß nicht, ob ich fit genug bin für diese Art von Matratzensport. Okay. So, haben wir hier noch was? Das für ein Mädchen. Hey, verfluchte Scheiße! Fuck, fuck, shit! Wow, du kleiner Schisser, Mike. Komm schon. Okay, ansonsten scheint hier nichts weiter zu sein. Licht geht ja eh nicht, das wissen wir ja. Das Foto haben wir betrachtet. So, dann können wir jetzt endlich feuern. Mike 1, Feuer 0. Wirklich schön. Ist er nicht ein Held? Bravo. Okay, my lady. Was kommt jetzt? Ich glaube, oh, mit Alkohol wäre es entspannter. Na, wenn ich das früher gewusst hätte. Ich weiß nicht, ich bin noch nicht so weit. Mhm. Ruhig. Mache ich irgendwas falsch? Nein. Ich meine, ich dachte, du bist so, aber du bist irgendwie anders. Ergibt das einen Sinn? Du kannst nichts dafür. Jess? Ich mag dich wirklich. Was du auch von mir denkst. Tja, gib mir eine Chance. Und ich werde dir zeigen, was du brauchst. Also, dein Selbstvertrauen gefällt mir. Mike, die Fensterläden. Was ist damit? Kannst du sie bitte zumachen? Da draußen ist doch keiner. Ich fühle mich aber irgendwie beobachtet. Das gefällt mir nicht. Jess, wirklich, alles gut. Es gefällt mir wirklich nicht. Okay, Fensterläden zu. Gar nicht so blöd. Okay, aber hier machen wir jetzt erstmal einen Cut. Und sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Vielen Dank.